Schwänzchen in die Höhe. Jetzt aber nicht wie in der Ehe. Ich hab Fisch gemacht. Das ist mir spielen, heißt das. Und nicht an der anderen Schnuppe. Genau. Er weiß gar nichts mit anzufangen. Ja, weil ich, normalerweise, er ist immer der jüngere Hund gewesen, wo wir bisher waren. Ja. Und da hat er mal animiert. Ja. Los, wie die kriechen! Mann, Blatt! Schon Wahnsinn. Sie sieht immer aus wie, eine, wie ein Bauersmädchen. Die hat, wenn die Ohren so zurückgeklappt macht hat, der auch, hat der, wie, macht der auch. Macht der auch. Sieht immer aus wie ein Bauernschopf. Ne? Sie hat auch so. Auch schlagen deine Hunde schlimm an, wenn jemand vor der Tür steht? Das ist bei ihm ganz extrem. Ja, die schlagen schon an. Wenn der jemand hört. Mal kurz und dann. Pass der auf. Ja, Fingi, kannst du da ackern hier? Ja, das ist wie bei uns. Ja. Das ist wie bei uns. Ja, die Schani, wenn du die einmal schmust, die wirst du nicht mehr los. Fini, was macht denn der? Kriechen! Los, kriechen! Fini, kriechen! Nee, bleib unten. Bleib unten, Schätzchen. Ja, bist ja eine ganz gute. Ja, ich weiß. Ist alles schön. Ja. Schani kam als Angsthund hierher. Die hat, wo ich sie gekriegt habe, die ersten 4 Wochen, hat ihn nur auf dem Bauch gekrochen. Wenn ich sie nur schief angeguckt habe. Und möbeln wollten, oder was? Was waren, kennst du die Vorgeschichte? Ausgemusterter Jagdhund. Und wie kamst du auf den Gedanken, eine Dogge zu holen, einfach so? Ich hatte schon immer den Gedanken, eine Dogge zu holen, und dann habe ich durch Zufall gesehen, dass in Bad Salzung einer Welpen hat. Ich hatte die Anzeige gelesen und habe gesagt, Gumbelstadt. Ihr habt den Hund in Gumbelstadt geholt. Ja, in Gumbelstadt ist eine Doggenzucht. Richtig, und da habe ich meinen auch her. Bei den Strüß, nee, Strüß. Ja, da habe ich meine erste Dogge auch her, genau dieselbe Färbung. Das Weibchen ist weiß, glaube ich. Oder weiß-schwarz gefleckt? Schwarz. Nein, die ist schwarz. Ja gut, das ist auch schon ganz lange her. Und der, ach so, ja. Und der Rüde ist halt, also der ist viel größer und massiger als er noch. Aber die Augen sind bei ihr extrem rot, ne? Nee, das ist normal. Das ist, weil jetzt, wenn sie gelatscht, ist halt unsere Au. Bei unserem ist schwarz. Also Tierarzt hat gesagt, solange sich das nicht entzündet oder so, dass sie mal einen Zug kriegt. Nicht so hängende Lefzen wie unser. Das stimmt. Ja. Sie hat genau wunderschöne Lefzen, so wie es sein soll. Bin ich nochmal her? Es war ein Modehund, also ist er auch dementsprechend überzüchtet. Ja. Bin. Und ich hatte ihn ja ausgesucht, weil er sah aus, als wenn die Lefzen nicht so extrem. Richtig. Aber es geht auch, gell? Es gibt ja auch welche, die haben richtig. Ja, also so extrem hängt es. Er ist ja erst 3 Jahre, warte mal ab. Und nee, das ist. Was der noch so mitbringt. Was ich bewundere, dass er sich die Rute nicht aufschlägt. Ja. Wie ist es bei eurer auch nicht? Die ist ja sogar noch ein Stück länger. Na klar. Ja, die ist ein Stück länger. Unsere wird kompakter. Naja, klar. Ja, spiel mit der. Ich halte mich da raus. Macht ihr zwei. Schmuck. Ja. Schau, ich bin auch platt. Ja. Genau. Komm weg. Nee, die will spielen. Ja, ja. Nee, ja, gerade hinten am rumgeschnüppeln hat es gebrummt. Wo ist denn nicht so? Fini, wie macht der Wolf? Fini, wie macht der Wolf? Fini. Das macht immer. Nee, das macht unser nicht. Nett? Nein, Finchen quasselt, die quaselt. Ich sag, Fini, willst du rausgehen, Pipi machen? Steht sie vor mir. Ja, das ist.